Hallo meine Freunde der blauen Zukunft. Hier spricht der Peter Juncker, Direktkandidat aus dem Kreis 213, Stimmkreis. Das ist Ebersberg und Erding. Ja, Peter Juncker kennt kein Mensch, als Kappi kennt er jeder. Und wenn sie euren Job gut macht, am 26. dann offiziell euer Bundeskappi. Ja, jetzt rede ich nicht, was ich zu tun habe für die AfD, sondern jetzt verlange ich was von euch. Jetzt müsst ihr euren Job machen. Ihr geht morgen sofort raus, Plakate habt ihr alle, der jetzt Plakate kleben, Kleistern, Flyer verteilen, Infostände machen und geht's aufrecht durch. Wir sind die Einzigen momentan. Wir brauchen uns nichts vorwerfen lassen. Wir haben nichts angestellt. Wir haben nicht Hunderttausende von Jobs kaputt gemacht, die Entwicklung von Millionen von Kindern momentan gestört. Wir haben hier nicht Hunderte von Milliarden Euro Steuergelder verbraucht. Wir brauchen uns nichts vorwerfen. Das sind die anderen. Und das müssen wir die Bürger sagen. Wir haben noch nichts angestellt. Noch nicht. Und das ist unsere Herausforderung, dass wir die Leute sagen, hoppala, wir sind wirklich die echte Alternative. Ja. Plakatieren, aufrecht sein, hier drum AfD. Aufrecht für Deutschland. Wir brauchen uns für nichts schauen. Und wir schauen jetzt die Schwächsten unserer Gesellschaft, die Kinder, die müssen wir so schnell wieder retten. Weil, was da momentan abläuft, mit diesen verbrecherischen Corona-Maßnahmen, mit diesen ganzen Einbußen, die haben es nicht auf uns Alte abgesehen. Die haben es nicht auf den 90-Jährigen abgesehen, den sie jetzt da geimpft haben und das. Sondern jetzt merkt man langsam, sie wollen unsere Kinder haben, unsere neuen, die nächsten Generationen. Die wollen sie hier zu willenlosen, gesichtslosen, demütigen, ja, neuen Volk modellieren nach ihrem Wunsch. Mein Dank an die AfD, dass jetzt erst einmal hier dieses Recht zur Stärkung, das Gesetz zur Stärkung der Kinderrechte mal auf Eis gelegt worden ist. Aber das kommt noch. Und das heißt dann hier, das ist die Entmündigung der Eltern. Der Staat will viel eher und schneller Zugriff auf unsere Kinder haben und die hier schnell hier indoktrinieren, erziehen, ich darf sagen, verblöden. Also schauen wir, gescheiten Wahlkampf machen und unsere Kinder schützen, wo es geht. Also euer Kappi, viel Erfolg und haut's rein.